Ja, wir haben darüber diskutiert, dass wir den Bildungsföderalismus modernisieren müssen. Wir brauchen vergleichbare und hochwertige Bildungsstandards und vergleichbare Abschlüsse. Und das muss einhergehen mit noch mehr Selbstverantwortung für die einzelne Schule, die eben eigene Konzepte entwickeln kann, wie sie diese Ziele und Bildungsstandards erreichen kann. Dann ist uns deutlich geworden, dass der Lehrer noch mehr Freiraum benötigt, mehr Zeit auch für die Unterrichtsvorbereitung und auch einfach, dass wir ihm das Vertrauen setzen müssen, dass er die Probleme, die da sind, einfach mal anpacken kann, dass er einfach mal loslegen kann und wir ihn dann auch einfach mal machen lassen. Wir haben über den wichtigen Stellenwert der frühkindlichen Bildung gesprochen, ganz entscheidend für spätere Bildungschancen, die in Deutschland immer noch zu sehr vom Elternhaus abhängen. Das darf nicht weiter so sein. Uns ist auch bewusst geworden, welche wichtige Rolle der Lehrer hat für guten Unterricht. Und deswegen muss es uns darum gehen, dass wir die Besten für diesen Beruf gewinnen, dass wir sie auch ein Leben lang anreizen und motivieren, bis hin zu leistungsgerechter Bezahlung, weil es kommt wirklich auf den Lehrer an.